Guten Tag, meine Damen und Herren oder liebe Zuschauer, Zuseher, je nachdem, wo man herkommt. Zuseher. In der Schweiz war ich, da sagt man immer Zuseher. Heute der nächste Teil unserer Heilvideo-Programmes. Mein Name ist Cornelius van Lessen, ich bin der feinstoffliche Virenscanner. Da geht es um energetische Informationen im System des Körpers, die ich erkennen kann und entfernen kann. Und die sind nach meiner Meinung ursächlich für viele Probleme. Und damit Sie in den Genuss meiner Leistung kommen, machen wir diese Videoaufnahmen und dann werden wir das in die große weite Welt schicken, damit Sie auch alle was davon haben. Also es ist programmiert, alle die zuschauen, in welcher Zeit auch immer, in welcher Version auch immer, die sind damit involviert. Also es können Tausende sein, Hunderttausende, Millionen, spielt keine Rolle. Das ist das Programm, was jetzt läuft. Gut, jetzt kommen wir heute oder in dieser Sendung zu einem Problem, was viele oder wenn nicht sogar die meisten haben. Das sind Schulterschmerzen, Schultergeschichten. Schulterschmerzen haben nach meinem Gefühl oft einen psychischen Hintergrund. Das heißt, wir lasten uns zu viel auf. Diesen psychischen Hintergrund, den werde ich jetzt ein bisschen ausklammern, aber ihr müsst es gehört haben. Der psychische Hintergrund heißt zu viel Last. Und es gibt das schöne Bild eines Menschen mit einem Sack oder Rucksack voll Steine auf dem Rücken, auf der Schulter. Und das sind unsere Erinnerungen aus diesem Leben, viele Erinnerungen, aber aus früheren Leben und von den Vorfahren auch, die wir so mit uns schleppen. Aber niemand zwingt uns, diese Steine, gefühlten Steine mitzutragen. Warum müssen wir die Erinnerungen immer präsent halten, immer auf unseren Schultern tragen und dürfen uns nicht erlauben, diese Gefühle, Informationen einfach mal abzuwerfen? Also das wäre meine Bitte, wenn ihr merkt, immer wieder neue Schulterschmerzen, ihr schaut euch dieses Video an, wir werden da gleich in die Arbeit gehen und ihr ladet immer wieder neue Steine auf, neue alte Erinnerungen, einfach abwerfen. Mein Bild dafür ist, und das solltet ihr euch während des Videos auch nutzen, ihr geht an den Lieblingsort eurer Wahl, stellt euch das vor, da seid ihr. Und ihr habt eben auf euren Schultern 300 Kilo Wackersteine. Und diese Wackersteine, während ich arbeite, sind eben die Informationen, die Emotionen, die ihr mit euch trägt, die Verantwortung, die Belastungen, das, was andere euch aufgeladen haben, was ihr euch selbst aufgeladen habt. Alle diese Informationen dürft ihr abwerfen, jetzt in dem Moment, wenn ihr an eurem Lieblingsort seid und da lang geht, das kann ja ein Strand sein oder ein Wald sein oder ein Berg sein, wo immer ihr gerne geht, gehen wäre gut, dann können die Steine runterfallen und ihr steht nicht da, wo die Steine fallen. Das ist die Idee dabei. So, dann werden wir jetzt mal losgehen. Im Wesentlichen sind diese Informationen auch Verstorbene, die sich in euren Schultern, Nacken eingenistet haben. Und da gehören sie nicht hinein, sondern die haben sich verirrt, wie im vorigen Video auch dargestellt. Die werde ich jetzt alle entfernen und da fangen wir mal an. Es geht jetzt los mit der linken Schulter. Okay, manchmal schließe ich die Augen, das ist einfach so, weil ich gewohnt bin, meine innere Stimme dann abzufragen. Lasst euch da nicht von irritieren, die Wirkung ist die gleiche. Wie gesagt, alle, die jemals schauen werden. So, ich bin jetzt auf diesen Muskelstrang, das ist eigentlich auch der erste, der immer zuschnappt oder fest wird. Den machen wir jetzt mal komplett frei. Im Geiste zähle ich nur die Millionen von Verstorbenen, die jetzt jeweils da drin sitzen. Nicht in den Einzelnen, sondern in allen Zuschauern, die jetzt zuschauen, als Summe. So ist meine Übersetzung oder Abkürzung. Die werden wir jetzt entfernen. So, das ist dieser große Muskelstrang. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen tiefer. Das kann auch da drunter sein. Genau.
Das sind oft lange Jahre, viele Jahre. Also es gibt Menschen, die haben 10, 20 Jahre gekämpft mit diesen Schmerzen. Und die sind sehr tief. Also wichtig ist bei diesem Video, Schultervideo, immer wieder anschauen, solange bis die Schmerzen komplett verschwunden sind. Immer wieder anschauen bedeutet Abstand 2, 3 Tage, nicht großen Schmerz hochkommen lassen wieder, sondern dann wieder das Video einschalten und sagen, okay, ich schaue nochmal. Er hat gesagt, das muss weggehen. Darf natürlich kein Heilversprechen gehen, aber die Nutzen ist da drin, dass ihr es immer wieder anschaut, bis ihr merkt, oh, jetzt wird es aber richtig frei. Und da nutzt ihr die Chance immer wieder, geht zu euren Lieblingsort, Erholungsort, Strand, Meer, Wasser, was auch immer, oder schwimmt im Wasser und werft diese Steine runter, die euch belasten, die da nicht hingehören. Und für alle, die das anschauen. So, immer noch die linke Seite. Es ist ein mächtiges Programm, das kann man nicht anders sagen. Da brauche ich also auch ein bisschen mehr Zeit für. Jetzt bin ich hier ungefähr, also kurz vor dem Schultergelenk. Gut. Das Schultergelenk werden wir dann gleich machen. Ich möchte erstmal diesen großen Muskel. Jetzt gehen wir nach rechts rüber. Dieselbe Muskel, der nach rechts rüber. Verantwortung abwägen. Wir sind nicht hier gekommen zum Leben, um als Maultiere rumzulaufen. Wir sind gekommen, das ist die größte Aufgabe, die wir haben, um Freude am Leben zu haben, Spaß zu haben. Und wir verwechseln das immer, Spaß mit Lasten tragen. Und wir müssen nicht Lasten tragen, das ist unsere Entscheidung. Niemand zwingt uns, außer unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, wie die Welt zu funktionieren. Wir müssen funktionieren, wir müssen unsere Pflicht erfüllen, wir haben Aufgaben zu erledigen, glauben wir. Aber die wichtigste Aufgabe, ich gebe immer das Bild vom, wenn wir sterben und wir kommen an dieser Himmelstür an und dann werden wir gefragt, was habt ihr gemacht? Und da sagen wir, wir haben immer unsere Pflicht erfüllt, ich arbeite weiter an eurer Schulter. Dann sagt er, ja, Thema nicht ganz erreicht, du hättest eigentlich Spaß haben sollen im Leben. Und was du gemacht hast, ist Lasten tragen. Eselarbeit. Wir wollen keine Esel sein. Wir müssen keine Esel sein. Das ist nicht die Aufgabe eines Menschen. Wir dürfen Freude an dem haben, was wir tun. Und je leichter uns die Aufgabe fällt, das heißt nicht, dass wir nicht uns mal reinsteigern dürfen in bestimmte Aufgaben. Je leichter, desto Aufgabe fällt, desto mehr sind wir auf der Spur unseres Lebens, auf der Autobahn unseres Lebens. Und wenn es alles schwer ist, dann sind wir in dem Waldpfad. Dann müssen wir uns mit dem Buschmesser Weg freischneiden. Dann ist jeder Schritt anstrengend zu unserem Ziel, was wir uns vorgenommen haben. Aber wir sind auf dem falschen Weg. Dann wird es Zeit umzudrehen und den richtigen Weg zu benutzen. Der richtige Weg ist die Autobahn. Es ist leicht und bekommen jede Menge Hilfe für unser Leben von allen möglichen Seiten geschickt. Zufälle, sagt man dazu, Zufälle, die uns helfen, dass es leicht ist. Und diese Zufälle, ich mache noch einmal eine Schulter weiter. Es ist wichtig, dass ich dabei rede, weil es geht um euer Sein, euer tatsächliches Sein, ums Genießen des Lebens. Und Pflichterfüllung ist kein Genießen des Lebens. Wenn ich das gerne tue, dann bitte, dann tu das, wenn ihr es gerne tut. Wenn ihr es aber ungern tut oder mit Widerwillen, dann überlegen, ob das wirklich in eurem Programm sein muss, ob das so ist. Also, jetzt die hinteren Muskeln haben wir schön frei. Diese großen Muskeln. Jetzt werden wir noch ein bisschen Heilungsöl in diese Muskeln reinpacken und dann werden wir auf die Schultergelenke gehen. Heilungsöl, damit das noch ein bisschen heilen darf. Machen wir in jeden Punkt ein bisschen Heilungsöl. Meine Zauberwaffe. Das macht sonst keiner. Alle Schmiernippel wieder runter. Alle Schmiernippel wieder runter und es kann sich verteilen. Jetzt machen wir auch noch diese energetischen Informationen werde ich dann noch mal hineinstecken in eure Schulterblätter. So,
Ist nur die Rückseite. Jetzt kommen wir zum Schultergelenk. Das ist auch ein schöner Platz, um viel Schmerzen zu haben. Hat eine doppelte Bedeutung. Nummer eins ist wie bei den Schultern mit der Schulter selbst. Wir tragen zu viel Last. Und Schultergelenk, wir blockieren uns selbst. Also diese Blockade, wo ist das Thema, wo wir uns selbst blockieren? Ich bin jetzt auf dem linken Schultergelenk. Wenn wir das mal frei machen, ich bin jetzt oben. Und jetzt machen wir von oben drauf in dieses Gelenk, in die Kugel rein. Das Gute ist, ich kann mir das so vorstellen, dass es Fleisch und Knochen nicht hinderlich sind. Gehe einfach in die Tiefe hinein. Und jetzt Vorderseite von dem linken Schultergelenk. Super, das haben wir. Das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Gibt noch ein anderes Thema, wenn die Nervenstränge bis in die Finger schmerzen, wenn wir uns das eingeklemmt haben, dann muss man da auch nochmal diesen ganzen Nervenstrang verfolgen. Aber das machen wir jetzt nicht, sondern ich konzentriere mich nur auf die Schultergelenke. Es geht um nackte Schulterschmerzen, die eigentlich nicht Nervenschmerzen sind, sondern Belastungsschmerzen. Das ist das Thema. So, das war die linke Schulter, das Schultergelenk. Jetzt gehen wir rechts rüber zum rechten Schultergelenk. Gleiches Spiel, alle Verstorbenen da, Millionen, scheinbar schauen doch viele das Video an. Sind sie weg? Okay. Jetzt Draufsicht aufs Gelenk. Okay, und jetzt drehen wir um, jetzt machen wir die Vorderseite. So, jetzt wird das Schultergelenk auch nochmal schön geölt. Wer gut schmiert, der gut fährt. Altes Sprichwort. Das war das rechte Schultergelenk und machen wir das linke Schultergelenk auch. Also, diese Probleme an den Schultern, bei meisten von euch, die das Video jetzt schauen, sind die nicht gestern alle entstanden, sondern über eine lange Zeit. Ihr habt da viel dran getan, viel gearbeitet und habt eure Pflicht erfüllt. Schaut das Video öfters. Ich sage es noch einmal. Schaut es öfters. Es ist alles in diesem Video einprogrammiert, dass ihr es nicht, dass auch die Wiederholung mit drin ist. Wir brauchen nicht deswegen das zweite oder dritte Video über Schultern schneiden mit Andreas, sondern ihr schaut einfach dieses Video, da ist die Wiederholungsschleife mit drin. So, das war jetzt die Rückseite. Jetzt gehe ich auf die Vorderseite. Schulter ist ja nicht nur Rückseite, sondern auch Vorderseite. Wieder die rechte Seite und dann geht es hier um diesen Part. So, wenn ich das so mal zeigen darf. Okay, wenn wir mal diesen Part nehmen, bei mir rechts, also bei euch auch rechts. Also viele Schulterschmerzen sind nicht hinten, sondern vorne. Ich habe da reichlich Erfahrung, kann ich euch erzählen. Da kommen viele zu mir, die dieses Problem haben. Und das sind immer diese gleichen. Diese Energien, die da drin sind, sind das Störproblem. So. Jetzt haben wir es gleich hier vorne. Und dann gehen wir auf der anderen Seite, der linken Seite auch runter. Wie weit seid ihr mit eurem Abwerfen der Steine? Habt ihr diese Belastung, diese Ideen der Belastung abgearbeitet? Im Sinne von, muss ich das eigentlich tun? Wäre vielleicht eine schöne Liste ganz gut. Ich arbeite noch an der linken Seite. Eine Liste anzufertigen, welche Belastung ihr spürt. Und dann kann man ja mal das Thema für sich selbst abarbeiten und sagen, ist das wirklich meins? Muss ich das wirklich selber erledigen? Und dann natürlich die Fragen, warum muss ich selber erledigen? Also das ist das. Und oft wird man dazu kommen oder die Erkenntnis bekommen, das ist gar nicht mein Thema. Das habe ich jetzt von der Familie übernommen. Ich konstruiere mal einen Fall, ihr habt einen Betrieb geerbt oder müsst einen Betrieb weiterführen von euren Eltern oder von sonst welchen und ihr wollt das gar nicht. Diese Entscheidung, was ihr da immer machen wollt, ist, obliegt euch, ob ihr diesen Betrieb weiterführen wollt oder verkaufen wollt oder einstampfen wollt. Es gibt immer eine Lösung. Ist jetzt nur ein Beispiel, was mir jetzt auf die Schnelle eingefallen ist. Aber wenn ihr merkt, das schmerzt, also da schmerzen die Schultern von, wenn ich mich mit solchen Dingen belaste
und es ist nicht der richtige Weg, es fühlt sich schwer an, dann ist eine Entscheidung zu treffen manchmal gar nicht so verkehrt. Und die Entscheidung kann heißen, ja, ist es doch meins, ich mache mir doch in irgendeiner Form, aber ich habe mir zu viel Druck gemacht, oder B, ist es nicht meins und dann muss ich Entscheidungen fällen, wie ich es loswerde, wie ich es verändern kann, in diesem Beispiel. Ne? So, jetzt lass mich mal kontrollieren, wie es bei euch aussieht. Jetzt gehen wir nochmal hier auf das Schlüsselbein, das soll ich auch mal mitmachen. Das kann auch bei dem einen oder anderen schmerzen. Und jetzt kommen wir, Schlüsselbein ist ein gutes Stichwort. Es gibt dieses Phänomen, alte Erinnerungen. Als Beispiel fällt mir jetzt ein das Joch. Wir waren alle früher in irgendeiner Form wahrscheinlich auch mal Sklaven. Wir waren aber auch mal diejenigen, die Sklavenhalter waren. Wir haben eben alles erlebt. Wir waren gute Menschen, wir waren schlechte Menschen. Und dieses Joch auf unseren Schulter, das kann das Joch sein, was wir noch anderen Menschen angelegt haben. Und das werden wir jetzt mal abbauen, abschneiden. So, und Klappe auf. Das dürfen wir entsorgen in der Lichtsäule. So, das Joch ist weg. Und dann gibt es noch eine schöne Sache. Wir können aber natürlich auch gefesselt sein. Ne? Also so einfach nur so eine Halskette haben, also einen Eisenring um den Hals herum. Gefühlten Eisenring aus 12. Jahrhundert oder wo auch immer. Und alle diejenigen, die einen Eisenring haben, die werden wir jetzt auch Erleichterung verpassen, indem wir das durchlasern. Eisenring aufklappen und Eisenring auch auf, weg ins Lichtsäule. Dann gibt es noch Eisenringe mit Stacheln, also Stachelringe, irgendwas mit Verletzungen. Auch die dürfen entfernt werden. Und alle die Dinge, die ich mir nicht vorstellen will oder mag, aber die auch noch dazu zählen, aber die unseren Hals, Nacken, Schultern eben belasten. Die gehören auch noch zur Schulter mit dazu. Gut, meine lieben Zuhörer, Zuseher, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war das Programm Schultern. Schaut es euch regelmäßig an, solange bis das Problem gelöst ist. Ihr werdet staunen, wie einfach das geht. Viel Spaß, euer Cornelius.